Und damit herzlich willkommen zurück in der Zombie-Apokalypse. Kurzer Blick ins Inventar. Ich habe einiges an Ressourcen gefarmt über Nacht, habe ein paar Steine geklopft, ein paar Bäume gefällt und hier schon mal ein bisschen Cobblestone-Frames, Pillar-Frames, Cobblestone-Rocks hergestellt. Rudimentäre Eisentools, aber immerhin besser als nichts. Und gerade ist mir noch ein Hirsch vor dem Bogen gelaufen. Da liegt er, den nehmen wir auch noch schnell mit. Anschließend geht's zur künftigen Baustelle, wo ich die Tag 7 Base hinstellen werde. Da mal kurz abladen, bisschen looten gehen und am Ende der Folge werde ich zumindest schon mal so das Fundament setzen, damit man schon mal sehen kann, wo die Reise hingeht, wie die erste kleine Base aussehen wird. So, dann machen wir uns mal schnell hier leer. Wie gesagt, die Läden, die lasse ich ja jetzt erstmal noch in Ruhe, einfach solange der Scavenging-Skill einfach noch so schrottig ist. Das kommt weg. Frames. Das, das, das. Noch ein paar Pfeile craften. Okay, wir nehmen einfach noch ein paar Häuschen mit. Da war ich schon drin. Ich würde sagen, hier gehen wir mal rein. Ach nee, das ist ja. Nee, Quatsch, das ist die Tanke. Da waren wir auch schon drin. Das ist die. Ich denke, dass ich hier schon drin war. Ziemlich sicher. Ach, das ist hier dieses komische Phänomen mit dem Claim. Naja, egal. Bisschen was für ein Scavenging-Skill tun. Nicht schlecht. War ich hier schon drin? Den Pool habe ich mir, glaube ich, vorgenommen, aber hier dürfte ich noch nicht drin gewesen sein. Sieht nicht so aus. Okay. Schauen wir mal, was wir hier so finden. Primär geht es mir natürlich um den Skill hochzubringen. Einfach so viele Loot-Container öffnen wie möglich. Ups. Dachte ich, etwas gehört. Größtenteils Schrott. Okay, das müsste uns Kloss geben. Oder nicht? Oh, nice. Bessere Wrench. Das gab mal Kloss, dachte ich hier. Naja, egal. Gehen wir hier mal rein. Und Mechanical Parts. Sehr effektiv. Und das hier ist auch nicht so verkehrt. Die schraubt man gleich bis zur Hälfte runter und dann müsste es zumindest ein Mechanical Part geben. Aha. Gar keins. Nö, na gut. Puh, nope. Den Ofen könnt ihr noch zerlegen, ja. Und den Kühlschrank. Kein einziges mechanisches Bauteil. Das ist natürlich. Electrical Parts, okay. Na gut. Leder nehme ich mit. Da schauen wir mal rein. So. Okay. Da sage ich ganz bestimmt nicht nein. Platz machen. Brauche ich nicht. Brauche ich hoffentlich nicht. Naja. Was geben mir die Dinger denn? Na,
Okay. Nicht schlecht. Ah, überragend, überragend. Sehr gut, die Infektion ist weg. Vitamine nehmen wir auch direkt. Können wir die Gläser auch direkt noch voll machen bei der Gelegenheit? Oh, Airdrop. Aber, oh, ist leer, okay. Bis zum Pool rausgehen. Airdrop ist jetzt nicht so das Thema, denn ich habe das Teil auf der Karte angeschaltet. Wie ihr hier oben auf dem Kompass seht ihr ja, da ist das Airdrop-Symbol eingeblendet. Also den können wir auch irgendwann anders holen. Hinter dem Berg da hinten, okay. Aber wie gesagt, hat keine Eile. Okay, den Scheiß mal abladen. Ich könnte jetzt natürlich hier noch einiges grappen, aber das will ich eigentlich am Anfang. Behalte ich die Sachen einfach mal. Hier auch mal schnell die Sauerei ein bisschen wegmachen. Das scheint ja die Heatmap, die ja dafür sorgt, dass irgendwann Screamer kommen. Also wenn man zu viel bastelt, Forges am Laufen hat etc. Aber diese Corpses hier scheinen sich wohl auch auf die Heatmap auszuwirken. Deswegen macht das schon Sinn, hier ein bisschen Ordnung zu machen. So, alles weg. Passt schon. Trinken wir noch einen Schluck. Das ziehen wir uns auch direkt rein. Okay. Dann. Dachboden war ich noch nicht hier drüben, ne? Hier glaube ich direkt rein, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Keinen einzigen Zombie gesehen. Ja, da hinten, da, okay. Aber ich will mich nicht drüber beschweren. Das ist schon okay, wenn wir hier erstmal unsere Ruhe haben. Hüpf. Ah, ich glaube, hier geht es einfacher. Stahltools wären natürlich wunderbar, aber jetzt sind wir noch ein bisschen von entfernt. Den werde ich jetzt auch nicht aufhacken. Nicht bevor ich Steel-Tools habe. Das ist mir echt zu blöd. Na, vielleicht direkt noch hier das Auto zerlegen, wenn wir schon mal da sind. Denn das Minibike-Buch habe ich ja bereits. Schadet nicht, jetzt schon mal Teile zu sammeln. War irgendwas dabei? Ne. Die machen Party da drüben in der Bar, wie mir scheint. So, haben wir da irgendwas Vernünftiges dabei? Okay, blaue Engine, eine Batterie. Ja. Kurz ein bisschen Platz machen. Dann werfen wir mal einen kurzen Blick hier in die Bar. Platz machen. Scrap, das kommt weg. Auch weg. Okay.
Bisschen Leder. Dann schauen wir hier mal rein. Ich habe Ihre Aufmerksamkeit. Na bitte. Sehr schön. 46 Skill Points habe ich. Cool, cool, cool. Können wir irgendwas scrappen? Das scrappe ich halt echt ungern hier, das Brass-Zeug, aber sei es drum. Das haben wir auch mal weg. Ah, Gunpowder ist zwar nur eins, aber ich sammle lieber am Anfang. Ich sammle lieber. Nochmal eine Wrench. Der kommt weg. Da schnell ein paar Pfeile ansetzen. Okay. Gut. Dann haben wir die Couch hier noch weg. Laden ab. Und dann setze ich auch direkt mal das Fundament für die erste Base. Okay, passt schon. Passt schon. Na? Alrighty. Kurz entmüllen. So, dann brauche ich das, das, das. Brauche ich zum Aufwerten. Rest kann erstmal auf Tasche. Okay, bisschen Gras brauche ich dann natürlich auch noch für die Cobblestone Frames. Ah, in der Zwischenzeit schon mal welche ansetzen. Machen wir mal 30 und von den Pillars gießen wir auch nochmal 30 hinterher. Okay. Habe ich jetzt gar nicht aus der Kiste genommen, sehe ich das richtig? Ja. Gut. So wollte ich das haben. Und zwar wird das ein ganz simples Ding. Wir machen es mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich würde sagen 9 breit. 2, 3, 4, 5, 6. Ups. 7, 8, 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und dann müssten wir hier gut zusammenkommen. Okay. Die Ecken werde ich so gestalten und der Rest wird einfach mit Pillars aufgefüllt. Okay. Soweit, so gut.
Lampe eigentlich mal ausmachen. Das habe ich mir natürlich auch nicht selber ausgedacht hier, dieses Design. Das habe ich so oder so ähnlich schon bei ziemlich vielen Leuten gesehen und ich finde es nicht unbedingt die schönste Lösung, aber es ist also gerade am Anfang halt wirklich sehr, sehr effektiv. Da wenig Bedenken, dass wir bei der ersten und wahrscheinlich auch bei der zweiten Horde ernsthafte Probleme kriegen werden, weil man hier natürlich durchballern kann. Ich glaube, man kann sogar Nahkampf benutzen, um zwischen diesen Dingern hier durchzuknüppeln. Das ist, glaube ich, ein bisschen verändert worden in der Alpha 15, aber das werden wir dann noch sehen, ob das funktioniert. Und man kann sogar durchlooten und es werden natürlich Spikes außenrum gesetzt, klare Sache. Und die können wir dann auch hier direkt zwischendurch einfach reparieren von hier aus der Sicherheit heraus. Okay. Naja, ihr seht, das ist zumindest so die Grundidee. Mit dem Aufwerten werde ich euch jetzt, glaube ich, nicht nerven. Gerade mal so ein bisschen was, damit man sieht, damit es ein bisschen erkennbar wird, was hier der Plan dahinter ist. Und sobald wir Concrete haben, können wir das Ganze halt auch einfach nahtlos mit Concrete upgraden und dann wird das hier echt eine sichere Kiste. Okay. So wird das dann aussehen. Hier können wir durchschlagen, durchschießen, hindurch looten. So, und der Ausgang. Setzen wir hier einfach eine Leiter. Oben kommt dann natürlich noch ein Dach drauf. Und den Ausgang halte ich dann auch eher simpel. Passt das von der Höhe her? Ich glaube schon. Ja, sieht gut aus. Oder noch eins höher. Werden wir gleich sehen. Na. Da auch noch bitte. Bitte. Gut. Brauchen wir die Wood Frames. Das ist eigentlich die Mitte. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ah, es ist nicht symmetrisch. Naja. Muss ich wohl mit leben. Okay. Und der Ausgang wird dann einfach. Machen wir 1, 2, 3. So. Und hier kommt dann halt einfach so eine Rampe hin. Dann. Dürfte das unerwünschten Besuch fernhalten, nehme ich an. So ist zumindest der Plan. Okay, dann soll es das erstmal gewesen sein. Ich muss sowieso erstmal wieder Materialien besorgen. Ich verballere noch die restlichen Cobblestones und ziehe mich dann wieder zur Hütte zurück. Werde unterwegs natürlich wieder einiges farmen. Wir brauchen Stein, wir brauchen Clay, wir brauchen Holz, wir brauchen jede Menge Shit. Alright, wenn es euch gefallen hat, einfach beim nächsten Mal wieder einschalten. Danke fürs Zusehen und bis dahin.